Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die GD3 mit meiner bereits fünften Staffel und der nun 84. Folge, immer noch am 8.3.22 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich diesmal ganz herzlich bei Shepard0815 bedanken, denn der Shepard hat nicht nur in Stargate Atlantis auch einige Heldentaten vollbracht, sondern am 27.05.2021 auch ein öffentlich sichtbares Abo auf meinem YouTube-Kanal hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 497. Shepard verschwindet jetzt aber wieder. Und wir befinden uns in einer Sonntagsfolge, das heißt, die geht mindestens 45 Minuten und morgen geht's dann schon wieder weiter mit Mountain Blade 2. Wenn du wissen möchtest, wann die GD3 wieder weitergeht, schau bitte meinen Veröffentlichungsplan, den findest du in meiner Kanalinfo verlinkt oder aber auch unten rechts im Kanalbanner, sowohl in Wort als auch in Farbe und bunt als Icon. So. Wir blicken hier auf unseren neuen Schwiegersohn, den Jeffrey. Der Jeffrey hat sich ja in der letzten Folge unsterblich in unsere Tochter Audrey verliebt und hat sich auch gedacht, hey, es ist eine Priesterfamilie, eine Predigerfamilie. Ich werde jetzt auch mein weltliches, materielles Gut ablegen und lieber versuchen, mich dem geistigen Eigentum zu widmen. Und damit fangen wir auch heute jetzt an, indem wir ihm sagen, er soll jetzt, nachdem er sie geschwängert hat, das habe ich vergessen. Moment. Da. Da. Nachdem er sie geschwängert hat, wird er erstmal sein weltliches Gut ablegen. Also sprich, diese mega teuren Gewänder und so weiter und so fort. Ich glaube, sein Gewand werde ich nicht sofort ablegen können. Bin ich nicht ganz sicher, muss ich mal gucken, ob ich ihm vorher ein normales kaufen muss. Jetzt müssen wir erstmal kurz abwarten, dass die Schwängerung, sage ich jetzt mal, hier durch ist, der Fortbestand der Dynastie durch ist. Apropos, wie weit ist unsere Schwägerin eigentlich? Schwiegertochter, nicht Schwager, Schwieger, Schwibbi, Schwappi. Ah ja, 4 Stunden noch im Game, okay. Und in der nächsten Jahreszeit ist auch die Margot erwachsen. Ich bin am überlegen, ob ich die Margot auch wieder verheirate oder aber anders verheirate, sage ich jetzt mal. Schwangerschaft ist durch? Nee, Stufenaufstieg. Bei Harley. Sehr schön. Klug muss auf jeden Fall ran. Und jetzt ist aber Schwangerschaft durch. Sehr schön. Wunderbar richtig. Dann unser wunderbares, schönes Haus neben unserem Stadtprediger. Das Haus ist schon größer als der Prediger, alles klar. Wieder ein Merkmal dafür, dass natürlich in das Materielle hier jetzt nicht so groß sein sollte, ne? So, mein lieber Schwiegersohn. Du wirst bitte die Silberkette ablegen. Obwohl, nee, die Silberkette behältst du, weil sie ist ein Kreuz. Das lasse ich noch durchgehen. Darf ich das direkt ablegen? Nee, da muss vorhin noch die andere Kleidung entfernt werden. Okay, ist aber nicht schlimm. Du gehst dann jetzt mal direkt nicht zum Marktplatz. Das muss die Frau tun, mit dem falschen Bonus. Die legen wir ab. Die legen wir ab. Wo ist sie? Da ist Audrey. Du nimmst jetzt mal den Knochenarmreif und die Pferdewagen hier und gehst damit zum Tower of London Markt. Dort verkaufst du den ganzen Bums mit deinem super mega krassen Feitschenbonus, den du jetzt als Schwangere hast. Und kaufst für Amand ein passendes Gewand. Knochenarmreif weg. Sowas brauchen wir nicht. Sowas hier auch nicht. Boah, kalt. Okay. Kleidung. Tagelöhner sind wir jetzt aber auch nicht, ne? Also es darf schon gerne das Gewand des Patriziers sein. Nee, warte. Es sieht genauso aus wie das robuste Gewand, ist es aber nicht. Lull. Einschüchtern brauchen wir auch nicht. Einfluss zugewinnen? Ich weiß nicht. Ja gut, dann wird es halt das sein. Das kaufst du. Nur eins davon. Ja. Dann gehst du mal nach Hause. Junge, Junge, ich hab Geld. Ich fass es nicht. Okay, die Kamera spinnt ein bisschen. Gelegentlich. Hier gewinnen und bekommen wir gleichermaßen Geld gerade. Okay. So.
Und dieses Gewand gibst du bitte jetzt deinem Ehemann. Zack. Und der Ehemann wird auch sein Schwert ablegen, das ich total vergessen habe. Und hat sie jetzt das Gewand genommen? Sie hat das Gewand genommen. Wunderbar. Denn die Sachen gehen wir auch noch verkaufen. Vorher sagen wir aber dem Ehemann nicht, dass er hier arbeiten soll. Nein, soll er nicht. Du gehst wieder zum Marktplatz. Klasse, endlich wieder was zu tun. Na, die ist aber motiviert, Mensch. Schön. Freut mich. Mit dem Mann habe ich nämlich noch was anderes vor. Mit dem Mann und mit der Audrey. Und den anderen Geschwistern, Schwagern, Schwiegerinnen und so weiter. Und so. Ich weiß, was ich meine. So, das Gewand geht raus. Das Schwert geht raus. Wunderbar. Außerdem wird Audrey jetzt mal hier entlassen. Dann schalten wir frei. Den Freibürger. 8000 Punkte, 500 Einflusspunkte. Glückwunsch. Zack, die Bombe. Euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis angebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Freibürger. Yippie-ja-hey, Schweinebacke. Wir dürfen einen Brunnen bauen, den ich nicht brauche, auch nicht fürs Taufbecken. Podest wiederum, muss man sich mal überlegen, kostet aber auch nochmal, ich glaube, mindestens 2000, wenn nicht sogar mehr. Handelsreisen könnte demnächst doch noch interessant werden, tatsächlich. Pamphlet schreiben oder Empfehlungsschreiben aufsetzen ist drin. Und rühmt euch eurer Folge auf dem Podest. Und Zugriff auf Fernhandelsmärkte haben wir jetzt damit inne. Außerdem auch auf dem Podest predigen, sobald wir den Patrizier freigeschaltet haben, den ich mir jetzt theoretisch schon leisten könnte, wenn ich die Einflusspunkte hätte. Stattdessen gehe ich jetzt aber auf den Schriftgelehrten, wie viele von euch es sich sicherlich schon denken konnten. Der nächste Teil vom Schriftgelehrten dauert auch wieder bis Patrizier, was natürlich ziemlich gemein ist für mich jetzt. Vor allem sehe ich gerade, der Schriftgelehrte erfordert zwangsläufig den Prediger. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache den Kräuterkundler und irgendwann die Schreibstube dazu. Geht nicht. Ist gar nicht möglich. Interessant. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber gut, wir haben jetzt eine Schreibstube zur Verfügung. Dort können wir Pergamentfarbe herstellen, Gedichte schreiben und über Talente Level 1, was uns Erfahrungspunkte bringt, wenn wir es benutzen, soweit ich mich richtig erinnere. Okay. Können wir das auch herstellen. Und Charles ist geboren von Harley und Elvira. Sehr schön. Das zweite Kind. Wunderbar richtig. So, dann bauen wir auch eine Schreibstube. Denn ich habe jetzt wieder einen Betriebsslot mehr. Die wiederum ist mehrfach aufrüstbar. Mit der Predigerhütte ist es nicht... Oh, 5000, das Podest. Au! Oh, Alter. Okay, das könnte auch der Schwierigkeitsgrad sein. Ja, Schreibstube. Die hätte ich gerne. Dicke Folianten, ja. Aber nicht hier in Tower of London, sondern dann nehmen wir erstmal ein anderes Viertel. Welches bist du hier? Sehe ich gerade nicht. Warte. Südliches Viertel. Nee. Das Hafenviertel ist hier drüben, oder? Bist du Hafenviertel? Du bist Hafenviertel. Okay, dann bauen wir das hier. Grammatikalisch richtig. Da mache ich mir aber einen Spaß draus. Was ich nicht kann, war schon die maximale... Moment. Geht das? Ja. Klugheit. So. Damit jeder gleich weiß, wo er hier gelandet ist. Wo darf ich... Alter, ist das ein Riesending. Wo darf ich das überall bauen? Okay. Ja, dann hier. Bestätigen. Oha! Hier wird ja richtig zelebriert, die Hinrichtung. Mit Zuschauertribüne und so. Cool. Habe ich so, glaube ich, noch nicht gesehen in den anderen Städten. Karten, wie auch immer. Okay. Und wer hier wohnt, hat den besten Ausblick. Alles klar. Gut. Schreiberhütte wird gebaut. Ich darf noch niemanden dran anstellen. Ich bin gerade verhindert. Und da ist sie auch schon soweit, die Margot. Eieiei. Jetzt aber schwierig. Ich weiß noch nicht, wie viele Angestellte reinpassen am Anfang. Ob 2 oder 3 oder 4 schon am Anfang. Ich beschleunige das jetzt einfach mal. Und um Margot kümmern wir uns dann noch.
muss jetzt bloß erstmal gucken, wie es mit dem Betrieb aussieht hier. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Es soll wieder ein Dynastiebetrieb werden, wo möglichst nur Dynastiemitglieder arbeiten sollen. Oh, ein neues schon aufgelevelt. Gebäude wurde errichtet. So, machen wir sie gleich entsprechend der Dynastie Klüger. Klugherr, machen wir sie. So, es dürfen arbeiten 2. Euer Erweiterung wäre 3. Okay, gut. Ansehen ist gewachsen. Schön. Oh, nice-o-mat. Tower of London sind wir jetzt freundschaftlich. Das ging schnell. Cool. Aber Innenstadt wäre wichtiger. Aber da habe ich noch keinen Betrieb. Ne? Aber es wächst. Es wächst und wächst. Das ist gut. Dann hätte ich jetzt gerne hier angestellt Audrey und Jeffrey, der ja als Junker, der er mal war, schon Geschäftsführer irgendwo gewesen ist. Stellen wir uns jetzt einfach mal so vor. So, und Sachen, die hergestellt werden können, gucken wir uns dann gleich nach dem Jahreswechsel an. Dankeschön. Oh, das ist schön. Von wem denn und wo denn? Und vor allem warum? Ich habe nichts gemacht. Wie die Kinder hier im Spiel immer so gerne sagen, ich habe nichts gemacht. Mitternacht und alles in Ordnung. Die Julia ist geboren. Sie ist schwächlich. Selbst ein Bierkrug ist fast schon zu schwer für euch. Ist nicht schlimm, du musst nur schreiben können. Charisma? Achso, wegen Sozialkompetenz auf 6 schon. Okay. Schließen. Wer war jetzt so? Achso, okay, gut. Passt. Ja, 2, 1, 1. Vielleicht hier noch ein drittes. Er probiert's. Jetzt nicht. Letzter Versuch. Wenn es schief geht, dann nicht. Oh, ihr seid doch schon instant zu Hause. Schön. Ehrlicher Kuss. Als wären sie gar nicht weg gewesen. Ich fühle mich leicht beobachtet. Dezent. Und... wo ist denn jetzt... ich habe die falsche Person ausgewählt. Hier, die Maßnahme bitte. 52%, nochmal schauen, ob es noch glückt. Mal schauen, ob das noch glückt. Ich will euch nicht verfolgen. Danke. Ich glaube, das geht doch gar nicht. So, dann unsere Schreiberstube. Die... hier steht. Gucken wir uns erstmal genauer an. Was kann sie denn? Also, wofür braucht man was? Leder und Flachs. Und alles in Ordnung. Das ist schön. Leder und Flachs, das ist ja in Ordnung. Feingeist und Fledermausblut, da sind die Kosten schon deutlich höher. Aber aus dem Pergament und der Farbe und noch zusätzlichen Beschlag können wir das Talentebuch herstellen. Und das bringt schon mal einen ziemlichen Batzen, dauert aber auch 2,5 Ingame-Stunden. Oder alternativ ein Gedicht aus Pergament und Farbe herstellen. Dann würde ich noch sagen, fangen wir erstmal mit Gedichten an. Ja, im Wiederholungsmodus. Und brauchen natürlich noch einen Furtlicht. Habe ich da irgendjemanden, der sich eignet? Ja, Harley. Bin beschäftigt. Aber der ist gerade Prediger. Oder wir nehmen Margot. Ich hatte eigentlich vor, Margot wegzuheiraten. Für ein weiteres Bündnis. Bestenfalls jemand, der uns schon überholt hat im Ämterbaum, aber wie ich gerade sehe, ist das nicht der Fall. Pargeter. Ich freue mich, euch zu sehen. Die waren ja rechtschaffend. Ansehen 1 nur noch, was denn da passiert? 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Oh, guckt mal, wie extrem beliebt die überall sind. Und sie gehen immer mehr in die Richtung rechtschaffen, großzügig, diplomatisch. Da hatte ich eigentlich vor, ein Bündnis auszuhandeln mit der Margot. Ich gucke mal, ob überhaupt jemand zur Verfügung steht. Moment. Wie waren das? Ach hier, Heiratsanträge. Genau. Bewerber? Margot. Genau. Hat einen Wert von 5.100. Keine Ahnung, wie das bemessen wird. Und ihr habt einen 17-jährigen Vincent, der sogar weniger wert ist. Was wollt ihr? Weniger wert ist in dem Fall gut für mich, weil dann kann ich noch Forderungen stellen, zum Beispiel eine Mitgift oder sagen, hey, wie sieht's aus mit der Allianz? Ihr seid die einzigen Rechtschaffenden neben uns. Lasst uns doch zusammen diese Welt, diese Stadt hier verbessern.
So, jetzt bin ich aber irritiert, weil das Sperrungssymbol hier nicht mehr auftaucht, wie wir es vorher mal hatten. Aber da das hier ausgegraut ist, habe ich jetzt den Verdacht, dass Vincent zu uns reingeheiratet wird. Gucken wir mal. Abmachung ist perfekt. Ja, Tatsache. Wir haben ihn reingeheiratet. Stimmt. Nicht andersrum. Okay, wenn wir ein Angebot bekommen. Okay. Was kann denn der Vincent so? Charismatisch und klug? Sein falschen Bonus liegt bei 2. Na. No. Margot? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Sie hat 2,25. Harley? Was hatte er nochmal? Er hat auch uns so eine Eigenschaft gehabt. Dealmaker. Na dann würde ich sagen, soll Margot zusammen mit Robin und Amelia in der Stadtpredigerhütte arbeiten? Und Harley wird mit seiner Schwester und seinem Schwager zusammen die Schreiberstube leiten. Ja, das ist ein Deal, würde ich sagen. Harley, du fliegst jetzt mal hier raus. So, dann suche ich erstmal die Stadt. Wo zur Hölle bin ich hier schon wieder gelandet? Moment, Klugheit, da ist sie. Hier stellen wir jetzt den Furtknecht ein. Was ist das hier eigentlich? Ach, hier kosten die Arbeiter 500. Krass. Was haben wir hier? Hier, Familienmitglied als Furtknecht anheuern. Genau. Und zwar bitte... Nee. Harley! Entlassen. Ja. Habe ich jetzt irgendwo die falsche Person entlassen? Ich hoffe nicht. Jetzt steht er zur Verfügung. Wunderbar. Zack. Er soll der Furtknecht sein, damit er günstig einkauft und möglichst teuer verkauft aufgrund seines falschen Bonus. Dann brauchen wir natürlich noch in der Predigerhütte. In dieser hier Stadtpredigerhütte. Brauchen wir dann natürlich noch die Margot. Genau. Und der Vincent kann noch Dinge tun, sobald Margot geschwängert wurde. Die mir gerade einfällt. Achso, jetzt. Sind die jetzt eigentlich nur verlobt oder schon verheiratet? Nee, die sind schon verheiratet. Es gab gar keine Zeremonie. What? Ich bin gerade beschäftigt. Ist mir egal. Wird erledigt. Ah, der ist auch frisch erwachsen geworden. Er hat mich gerade eben noch Ratten gejagt. Okay. Apropos, während ihr auf dem Weg nach Hause seid. Ich wollte gerade sagen, wo läuft ihr hin? Aber es ist Robin gewesen. Gucken wir nochmal den Kindern nach. Achso, nee. Okay. Keine 5-Jährigen dabei. Alles klar. Wo ist sie? Bin ach du Heilige, die war wieder irgendwo am Marktplatz helfen wahrscheinlich. Na gut. Ich glaube, die führt dann immer noch die letzte Maßnahme zu Ende, mit der sie beschäftigt waren. Die letzte Maßnahme, mit der sie beschäftigt waren, zu Ende, während des Jahreswechsels, wo sie dann erwachsen wurden und danach machen sie Erwachsenenmaßnahmen. So. Zu Hause. Ehrlicher Kuss. Ja, er ist nämlich da. Elvira steht auch hier rum und hat nichts zu tun. Wieso? So, macht mal Kinder. Ich eile. Elvira? Warum hast du nichts ihr zu tun? Zu sprechen? Ich habe sie irgendwie versehentlich entlassen. Das ist blöd gelaufen. Oh nee, die machen wir nicht irgendwie zu einem Furtknecht oder so. Nee. Sie wird hier arbeiten. Lass mich raten, ich Depp hab sie einfach die ganze Zeit überstehen lassen, nachdem hier geschwängert wurde. Das kann gut möglich sein. Was passiert? Jemand erwartet ein Kind. Wunderbar. Na dann, gehen wir wieder hier hin. Und dann sagen wir, dass die Margot in der Predigerhütte angestellt werden sollte. Genau. Hier. Na. Da. So viele Symbole überall hier. So, die Margot bitte. Gerne. Und der Vincent wird hiermit angestellt. Er soll ebenfalls unsere Familie rühmen.
Wunderbärchen. So, wie läuft der Laden? Das ist der falsche Laden. Moment, Klugheit. Da ist die Klugheit. Okay, es wurde jetzt schon mal Farbe und Pergament jeweils hergestellt, damit ein Gedicht hergestellt werden kann. Okay. Da arbeiten sich jetzt beide auch schön gegenseitig zu. Das gefällt mir. Jetzt wird gerade wieder Fledermausblut geholt. Okay. Ja gut, hätte ich das vorher gewusst, dass es doch so schnell geht. Diesmal hätte ich vielleicht noch einen Pferdewagen aufgehoben für Harley. Damit er mehr und schneller transportieren kann. Obwohl, nee, schneller glaube ich nicht. Ich glaube, der Pferdewagen bremst sogar aus. Im Vergleich zum Pferd. Aber dafür hat man dann einen Slot mehr. Sagt er und das Pferd wieherte. Kann er mal gucken? Transport? Zwei Lagerslots insgesamt mehr. Ach so, tatsächlich Gehgeschwindigkeit um 5% mehr. Okay, ja gut. Aber im Verhältnis zum Pferd halt weniger. Das Reitpferd normalerweise hat ja 43% Gehgeschwindigkeit und nur ein Slot mehr. So, dass man insgesamt drei Slots hat. Okay. Aber ist jetzt nicht schlimm, wie ich finde. Ja, passt auch so. So viele Zutaten brauchen wir ja nun doch nicht dafür. Zumal Harley recht gut unterwegs ist. Vielleicht kaufen wir ihm noch ein Pferd. Schauen wir mal. So, apropos kaufen. 750 Einfluss bräuchten wir. Ach, habe ich jetzt eigentlich die Wahl verpasst? Nee, die ist 9:33 Uhr. Genau, gut. Und danach kann man sich nämlich überlegen, ob man doch mal Einflusspunkte kauft tatsächlich, um schnellstmöglich auf den Patrizierstatus noch zu kommen. So, und bloß die Frage. Sollte ich das wirklich schon machen oder einfach abwarten, dass wir ausreichend Punkte haben? Weil wir brauchen ja auch Beliebtheit. Mit Patrizierstatus können wir auch auf die mittleren Ämter uns hochbewerben. Genau. Und ab Junker war, glaube ich, Zugriff auf die höchsten Ämter. Und Edelmann hatte Vetternwirtschaft, oder? Ja, hier ist die Vetternpolitik. Also die nächsten drei Stufen sind die entscheidendsten, was den Ämterbaum angeht. Entschuldigung, meine Stimme lässt langsam nach so vielen Folgen, die ich aufgenommen habe. Amtsträger ernannt, aber nicht unserer. Kundenzufriedenheit ist gesunken. Wieso? Nee, ist er nicht. Kein Alarm hier. Okay, Harley ist noch ziemlich lange unterwegs, habe ich das Gefühl. Dann fehlt immer noch Material fürs Pergament. Leder und Flachs hatte. Weingeist ist teuer im Einkauf, ja. Oh, doch nicht? Oh, den habe ich noch preislich anders in Erinnerung. Dann wurde dort gebalanced. Ich habe den noch so beim 100er ungefähr in Erinnerung. Als ich das letzte Mal Kräuterkundler gespielt habe, Mediziner gespielt habe und so. Moment mal, was ist denn da passiert? Bin jetzt nicht, bitte. Habt ihr mir etwas anzubieten? Ah, schön. Vierter Minuspunkt wieder, Liedmann. Vierter Minuspunkt wieder. Du alter Sausack. Beim Beten am helllichten Tage. Der spinnt wohl. Junge, Junge, Junge. Und dabei Ansehen 11, ne? Hier steht jetzt die Gesundheit, die sich langsam regeneriert, okay? Und wieder sinkt. Hä? Sie war eben noch bei 10. Bin verwirrt. Stand sie nicht eben noch bei 10? Und 120er Grundwert? Okay, ich lasse es einfach. Tja, Liedmann. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Definitiv blöd gelaufen. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Hier ist Tower of London. Okay, ich wollte aber hier drüben die Schreiberstube wiederfinden. Jawollo! Kandidatur war erfolgreich. Und wir sind auch gleich Richter geworden in drei verschiedenen Fällen. Apropos, habe ich nicht noch irgendwo einen Beweis gesammelt gehabt? Drei Beweise sogar. Gegen Liedmanns. Dreimal Taschendieb. Jeweils dieselbe Dame? Nee. Ach nein, das sind die Richter.
Das sind die Richter. Verbündeter und Meier halt. Meier hat bei mir 3 Minuspunkte momentan. Na, mal gucken. Wir sind rechtschaffen. Ihr habt die Familie Liebmann angeklagt. Die Verhandlung findet in einer Runde statt. Findet in einer Runde statt. Und das sind jetzt 3 Beweise, also sehr, sehr schwere Vorwürfe. Sehr viele Beweise. Urteilsfindung. Ankläger ist unser Verbündeter. Angeklagter ist Meier. Dummerweise sind es auch noch die Richter bei der Klage, die ich eingereicht habe. Aber okay. Urteilsfindung. Ich mach mal, weil ich mit den Angeklagten nichts am Hut habe, mache ich mal die normale Stadtmeinung. So, hier sind unsere Verbündeten angeklagt. Ankläger ist gar keiner. Da wird es die Stadt gewesen sein. Dann sage ich hier mildes Urteil. Hier ein bisschen. So. Und hier haben wir jemanden, mit dem wir nichts am Hut haben. Schädlingssaft wurde ausgestreut. Machen wir Stadtmeinung. So. Wunderbärchen. Und jetzt kriegen wir auch pro Runde 85 Einflusspunkte dazu, weil wir sind Torwächter. Außerdem dürfen wir als Torwächter was machen? Ich gucke mal falsch. Antrag auf Änderung der Stadtgesetze, Gefängnisstrafe verlängern oder Stadtwachen wegschicken. Außerdem darf abgestimmt werden bei den Stadtgesetzen über Warenschmuggel, Krötenschleim, Gräber plündern oder jemanden angreifen und den Schädlingssaft. Moment mal, Warenschmuggel? Liedmann. Bin beschäftigt. Liedmann hat doch Diebesunterschlüpfe hier. Räuberlager, Totengräber. Diebesunterschlupf. Aber Unterschlupf hatte noch nicht den Warenschmuggel. Moment hier, Talentebuch. Gaunerei. Der Dieb. Wo ist er? Das ist der Spielmann. Hier, Schmuggler ist Spelunke. Rumschmuggeln. Warenschmuggel ist dann hier Apatrizierstatus. Jetzt müsste ich gucken, haben sie denn schon den 7. Rang erreicht? Wo sehe ich das nochmal? Hier. Ne, den 6. haben sie. Sie könnten aber bald den 7. erreichen. Da macht es tatsächlich Sinn, dass ich das mache. Sie sind sowieso ständig dabei, mich zu manipulieren hier oder zu denunzieren und so weiter und so fort. Wir haben zwar noch keine öffentliche Fehde, aber vielleicht vermeide ich sie auch gleich, indem ich ihnen gleich die Geldmittel entziehe. Deswegen, Torwächter Robin, walte deines Amtes und beantrage eine Stadtgesetzänderung, dass der Warenschmuggel illegal wird. Sire und unbekannte Dynastie stimmen darüber ab. Okay. Vorschlagen. Vorschlag läuft. Termin ist angesetzt. Zum... Ach noch, in dieser Jahreszeit. 18.37 Uhr, okay. Das ist okay. Das geht ja schön fix dann in dem Fall. Hm? Wer hat hier nichts zu tun? Robin, ja klar, weil ich ihm gerade gesagt habe, er soll das Stadtgesetz ändern. Dann walte hier auch wieder deines heiligen Amtes. Und hält auch gleich eine Predigt in der Stadt. Sehr schön. Okay. Wohin? So, wie sieht es bei dir aus, mein lieber Harley? Du hast gerade nichts in der Tasche. Jetzt hat er wieder Weingeist und Fledermausblut in der Tasche. Okay. Ich mag meinen Beruf sehr. Ich glaube, andere Leute respektieren mich. Schön für dich. Die Klugheit. Wie sieht es denn da aus? Pergamente werden hergestellt. Sehr schön. Es läuft. Es läuft irgendwie, aber es läuft. Bin ich schon fast am Überlegen, ob es sogar Sinn macht, jetzt sogar noch mehr Arbeit da reinzustellen und die Kundenzufriedenheit anzuheben. Alternativ könnte er auch Beschläge noch kaufen, um hier noch ein zweites Produkt anzubieten. Wer sich dieses Buch zur Lektüre nimmt, eignet sich nützliches Wissen an und verbessert dadurch für eine bestimmte Zeit das Attribut Klugheit. Ach so, für eine bestimmte Zeit. Ah, ich glaube früher, ganz, ganz früher, also zu einer früheren Phase des Spiels, gab das irgendwie nur Erfahrungspunkte, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher, ist schon ein Weilchen her. Mindestens 2 Staffeln, wenn nicht sogar 3 Staffeln ist es her.
dass ich das mal probiert habe, das Talentebuch. Ja, komm. Machen wir den hier. Wir passen jetzt mal die Mengen an auf... Wo sollen wir hier was? 10. Ja auch. So. Aufgrund unseres neuen Schwiegersohnes haben wir ja die finanziellen Mittel, um uns solche Einkaufskosten auch leisten zu können. Dann sagen wir mal... Ein weiterer Angestellter, bitte. Da könnte ich tatsächlich jetzt überlegen, den Vincent einzustellen, vorausgesetzt, ich nehme es in Kauf, dass ich die Einflusspunkte kaufen muss. So, Kundenzufriedenheit verdoppeln wir mal eben. Wunderbärchen. Ja, gut, war zu erwarten. Will ich den Vincent hier anstellen oder im Haus haben? Ich muss mal gucken, wer ist jetzt eigentlich alles im Haus angestellt? So. 5 Leute sind angestellt. Das ist die Leanne, Alvira, Frederik, ein Kind noch, Vincent. Ja, komm, dann nehmen wir den Vincent jetzt noch mit rein da. Oder nicht? Hi. Ja, doch. Oder? Produktivität ist bei ihm bei 93%, weil... Stufe Geschick und Klugheit. Okay. Ja, Geschick müsste man bei ihm steigern, was dann aber automatisch passiert, solange er Angestellter ist. Ja, doch, machen wir. Vincent, du fliegst hier raus. Jo. Achso, nee, warte. Wir warten noch, dass er einmal abgeschlossen hat hier. So, jetzt aber. Zack, zack. Und dann stellen wir ihn jetzt hier an. Jupp. Wunderbärchen. Harley ist immer noch schön am Rennen. Und geht gerade Gedichte verkaufen. Im südlichen Viertel alles wahrscheinlich. Zum super Preis. Kann man wirklich nicht meckern. Da kommt jetzt auch schön Geld bei rum. Je mehr Leute hier drin arbeiten können. Dauert aber natürlich in der Herstellung deutlich länger, als wenn die Leute eine Predigt halten zum Beispiel. Ich muss mal kurz ein bisschen, weil ich mich anders hingesetzt habe. Den Monitor drehen. So sehe ich auch wieder ein bisschen was. Ja. Ganz klarer Fall von Mangelware, würde ich sagen. Okay. So, wann war nochmal die Gesetzänderung? Um 18:37. Puh. Was könnte man noch machen? Warte mal, Ansehensbonus. Ansehensbonus ist hier bei 47,5% wegen ambitioniert. Harley, wie sieht's bei dir aus? Du hast eigentlich gerade zu tun, ne? Aber ist auch nicht so hoch, okay? Amelia? Auch 47,5%. Und sie hat schon fast Level 5 erreicht. Sie hier unten Bonus? Achso, durch Falschen hat sie einen, ja. Aber der ist nicht so wichtig in ihrem Fall. Liebste Amelia, ich finde, du solltest mal kurzzeitig deine Arbeit pausieren. Jetzt nicht, bitte. Und uns mal ein wenig mehr Ruhm holen. Für schlappe 6.800 Gulden. Ich kenne euch. Versuchen wir mal jemanden zu finden, der leicht beeinflusst werden kann. Es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Freude. Treffen wir eine Abmachung? Ich bin ja. Oha. Es ist mir eine Freude. Oha. Ah, ihr. 49% nur, warte mal. Macht es bei Robin vielleicht mehr Sinn? Achso, du kannst wieder Arbeit aufnehmen. Ich kann hier gerade unmöglich weg. 60%. Bei Robin macht es tatsächlich mehr Sinn. Wie geht's? Oh, wer mag mich? Moment, das ist wichtiger gerade. Mich mag jemand. Panje! Schön, der Thomas. Durch Zufall beobachtet ihr, wie sich ein Langfinger mit dem Messer am Geldbeutel von Thomas Panje zu schaffen machen will. Kurz entschlossen vertreibt ihr den Dieb. Da ob, drückt die ganze Familie Panje ihre Dankbarkeit aus. Unterbreche. Oh, guck mal hier, das hat funktioniert. Das sind meine Urteile, glaube ich. Ja, wie ein Taschendiebstahl. Ja. Nee, Moment, ich hatte angeklagt. Gegen Gregor Sayer?
Oder Saya? Okay. Nee. Das ist nicht von mir. Kommt ja erst noch, stimmt. Nächste Runde. Ich wollte jemanden einen Pluspunkt dazu geben, und zwar bei Panier. Panier. Ach so, ist ja schon Allianz. Gut, okay. Ist Allianz. Gut. Dann, ja. Mehr als Allianz geht nicht. Jetzt bin ich raus. Was wollte ich machen? Ach genau. Ich wollte mit Robin eigentlich Einflusspunkte kaufen gehen. 60%. Schön euch zu sehen. Ein schöner Tag heute, oder? 67%. Bernhard Lambert. Pharrell Huntley. Schön euch zu sehen. Ihr helft mir. Ich helfe Ein schöner Tag heute, oder? Okay. Nehmen wir den Bernhard, weil ich seinen Namen besser aussprechen kann. Er ist Level 7, wir sind Level 4. Das hat vielleicht auch noch einen Einfluss darauf. Es steht leider nicht mehr hier, welche Attribute und Sekundärattribute hier entscheidend sind. Aber ich probiere es einfach mal bei dem da. Bestätigen. Ist saumäßig viel Geld, aber es dient dem guten Zweck. Es dient einfach dem guten Zweck, und zwar einfach nur dem, dass wir die ganze Stadt bekehren wollen. Und von hier aus wird sich ein Laubfeuer über ganz Britannien ausbreiten. Das geht dann rüber nach Irland. Dort bleibt es hängen. Und dann gibt's Krieg. Und dann werden wir Waffenschmied. Und dann verkaufen wir unsere Waffen dahin. An den Krieg. Ne? Bisschen blöd heute, sorry. Aber wenn man hier schon eigentlich den ganzen freien Tag über nur am Aufnehmen ist, da macht dann irgendwann das Gehirn nur noch Mousse-Pudding. Ja, Mousse-Pudding. Oh, die Kamera hat wieder gesponnen, okay. Wo ist denn derjenige welche? Ach, moin. Hallo, guten Tag. Na, läuft's bei euch? Ja, Audrey, alles okay? Gut. So, können wir nur hoffen, dass es jetzt auch funktioniert? Und nicht, dass es schief läuft? Nein! Nein! In der Kirche! Okay. Ja, also. Ist schwierig. Ich bin gerade beschäftigt. Wie geht's? Wie sind denn deine Werte? Klug 3, Charisma 3. Da hat er auch schon einen Bonus durch einen Diamanten drauf. Oh, den nehme ich dir auch gerne ab, wenn du möchtest. So als kleine Gegenleistung. Ja, probiere ich es mit Charisma. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, denn momentan ist beides gleich hoch bei mir. Aufgrund der Ambitionen hier. Sozialkompetenz, so rum. Dann, also, Charisma. Charisma und Ansehensbonus. Ich rate, was in eurer Tasche ist. Etwas golden Schimmerndes, das ihr mögt. Wenn ich recht habe, schuldet ihr mir etwas. Ja, Pfaffe, zum Glück guckst du schon weg. Es ist alles rechtens. Deus Vult. Was für ein magischer Trick ist das? Für das Ausüben dunkler Künste sollte es definitiv eine Strafe geben. Oh oh. Nein, desaströs und au! 23 Meinung verloren. Und das Geld ist trotzdem weg, ne? Das hat er trotzdem genommen, der Sack. Au! Das hat wehgetan. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Schwupps, da war das Ansehen im Minus. Autsch. Eieieiei. Komm. Ich hab das Geld gerade im Moment. Deswegen sage ich jetzt, pausier nochmal. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Wir machen eine Kirchenspende. An die Innenstadtskirche. Das hier ist Innenstadt, oder? Bist du Innenstadt? Du bist Hafenviertel. Wo ist denn jetzt schon wieder? Ich hätte schwören können, hier war irgendwo die Innenstadt. Nehmen wir die so lange. Hier. Das geht schnell. Jo. Wir haben einfach meiner gesamten Stadt jetzt Ansehen verloren. In allen Stadtvierteln. Das ist heftig. Oh, das hat richtig wehgetan. 23. Desaströs. Eieieiei. Aber so kann's gehen, ne? So ist Leben eben. So. Werter Kollege, hier eine kleine Spende. Oh!
Hab ich das falsch verstanden? Rechtschaffen, großzügig, okay. Ob ihr nun ein frommer Mensch seid oder nicht, ihr könnt nicht bestreiten, dass ein gutes Ansehen in der Kirche auch für euren Ruf bei der Bevölkerung gut ist. Durch diese Maßnahme gewinnt ihr Einfluss. Okay, Robin, wer lesen kann, ist ein klarer Vorteil. Das bringt also nur Einflusspunkte und kein Ansehen. Alles klar. Genug von Geldverschwenderei hier. Geh arbeiten. Shit. Hab ich jetzt die... Ich hab's verpasst, ne? Ich hab's verpasst. Gesetze wurden geändert. Warenschmuggeln ist ab nun illegal. Einige Beweise könnten nun wieder nutzbar sein. Aha. Hab ich denn noch irgendwelche anderen Beweise? Ja. Gegen Liedmann noch einmal. Noch einmal Taschendiebstahl. Dann machen wir jetzt den vierten Beweis dafür rein. Es ist ja jeweils dieselbe Straftat. Alles klar. Okay. Ich frage mich, ob ich selbst dann in dem Fall auch informiert werde in der nächsten Runde. Über die Gerichtsverhandlung. Immerhin war ich der Ankläger. Euer Ansehen ist gewachsen. Schrei mich doch nicht so an! Chelmford ist wieder freundschaftlich und Panier ist ebenfalls freundschaftlich. Sehr schön. Okay. Dann schreit er mir an, ich glaube, mir hackt das. Ja, super. Hier? Auch. Aber ich wusste gar nicht, dass das bei den Fraktionen ebenfalls Plus bringt. Jetzt habe ich nur nicht darauf geachtet, wer das war. Doch Meier und Panier waren das, aber warum? Weil die rechtschaffen sind vielleicht? Oder weil sie gerade anwesend waren in der Kapelle. Das kann sein, ja. Gut, es geht voran. Auch wenn ich in der Innenstadt immer noch ein fettes Minus habe. Oder auch nicht. Hat es jetzt doch Beliebtheit gebracht und stand nur nicht da? Narf. So, ich will jetzt wissen, was passiert mit der nächsten Runde. Kriegen wir eine Information, dass die Gerichtsverhandlung angesetzt ist zu dann und dann? Weil ich bin der Kläger. Rosalind ist geboren worden. Oder Roselind. Wir nennen sie mal Rose. Mit E, nicht mit W. Nicht Rose. Schließen. Wer war denn das jetzt so? Ah ja, okay. Ich vergesse immer oben zu lesen, wer die Eltern sind. Au, was ist jetzt mit dem Ton los, bitte? So, nächste Jahre seit 1430. Ich hätte jetzt gerne unten rechts in meinem Kalender ein Ausrufezeichen zu stehen. Wäre schön. Mitternacht und alles in Ordnung. Das ist jetzt nicht so schön. Es fehlt ja auch immer noch dieses Ding, man muss zu einer gewissen Uhrzeit, zu einem gewissen Termin da sein. Das ist leider seit einigen Updates schon raus. Ich bin gespannt, ob es auch wieder kommen wird. Weil ich finde das schon wichtig, dass man sich hier an Termine halten muss und nicht einfach bloß eine Klage einreicht. Oh, jetzt passieren die Dinge. Und alles in Ordnung. Abstimmung über einen Antrag, Gefängnisstrafe, ich bin stimmberechtigt. Um wen geht's hier? Georg Sayer? Soll die verkürzt werden oder verlängert werden? Soll verlängert werden. Um 6 weitere Jahre. Kann ich hier sehen, warum er sitzt? Nee, ne? Er ist auch nicht Familienoberhaupt, oder? Wir schauen mal eben nach. Hier, Sire. Der Georg ist der dritte Sohn. Kann ich etwas für euch tun? Und katholisch, der muss sitzen. Der muss sitzen, wir sind Protestanten. Moment mal. Ach nee, ich dachte gerade, hier steht, dass hier der Vater Protestant war, aber nee, er steht, er ist tot. Ja, gut, dann wird, ne? Wir sind ja strenggläubig und so. Hier in dem Spiel. Deswegen sage ich jetzt, ich stimme zu.
Moment mal. Sogar die eigene Mutter hat dazu gestimmt? Wow. Das nenne ich ein Diss. Die eigene Mutter? Die Amber ist doch die Mutter vom Gregory, nicht Georg. Uff. Ja. Amber. Ich freue mich, euch zu sehen. Torwächterin. Vielleicht sogar hat sie den Antrag gestellt. Krasses Pferd. Okay. Hätte ich nicht gedacht. So, Harley? Muss ich wirklich wieder da lang? Da wimmelt es doch nur so von raubgierigem Gesindel. Achso, er macht gerade wirklich Pause, ne? Eigentlich arbeitet er, aber er sagt, lagerregeln Einheiten kann er gerade nicht machen, weil anscheinend alles da ist, was sie brauchen. Und vor allem, was mir gerade auffällt, ich weiß nicht warum, ich habe nichts an den Lagermengen geändert. Und es reicht alles vollkommen aus. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Endprodukte... 2 Uhr jemand mag euch nicht. Alles in Ordnung. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Endprodukte so lange in der Herstellung benötigen, dass der Fuhrknecht selbst auch ohne Pferd lang genug Zeit hat, um die Rohstoffe einzukaufen und dass die kleinen Mengen im Lager vollkommen ausreichen dann dafür. So, was ist jetzt hier noch passiert? Amt 2 beendet... Ratsinformant ist jetzt der Gerald Panier. Sehr schön. Und jemand mag mich nicht. Wer denn? Meier! Mensch, Meier ist schon dein 4. Minuspunkt. Meier, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Eigentlich dachte ich ja, ihr mögt mich, aber nee, doch nicht, okay? Ihr habt die Mine gepachtet, ihr seid Alchemisten. Und Heiler und Bader und Kräuterkundler, okay. Ja, sind sehr egoistisch, die Leute. Hab ich schon wieder irgendwo einen Beweis? Jo. Warum kriege ich denn ständig Beweise bei denen? Es ist also übrigens doch möglich, ne? Ich will es mal erwähnt haben, es wurde jetzt mehrfach geschrieben in den Kommentaren in den letzten 80 Folgen. Man muss jetzt zwangsläufig immer suchen, die Beweise. Hier ist der Beweis dafür, dass man die Beweise nicht suchen muss. Man kann sie auch so haben. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass wir vielleicht die Beichte abnehmen oder so, keine Ahnung. Aber es kann auch passieren, dass ich so an sich Beweise bekomme, weil ich wirklich direkt sehe, was da passiert. Klage einreichen. Ja. Wie sieht es in der Familie aus? Sitzt schon irgendjemand im Knast hier? Eine Abmachung treffen? Ich freue mich, euch zu sehen. Benjamin betrunken, okay. Was wollt ihr? Ich höre. Kann ich etwas für euch tun? Kann ich etwas Sie verletzt? Achso. Enttäuscht von der Familienführung. Wurde sie enterbt oder wie? Warte mal. Ja, sie ist enterbt. Sie hat nicht das Erbsymbol hier dran. Krass. Alles klar. Wo geht denn das nochmal? Geht das auch hier über den Stammbaum? Nee. Moment. Ach nein. Dann ist sie vielleicht nur adoptiert worden. Adoptivkinder sind ja nicht Erben. Das könnte sein. Weil hier ist auch nur ein Erbe. Ach nein, ich Depp. Moment, das wird was anderes sein. Ich muss aber nochmal gucken. Eier, hier. Erbe, linke Hand und rechte Hand wäre das dann in dem Fall noch. Nee, das war nicht Meierbusch. Wo hab ich denn gerade noch geguckt, ich Depp? Sag mal. Miau. Wo war denn das? War das hier? Bei denen war das. Linke Hand, rechte Hand wird das Symbol bedeuten, oder? Steht nicht hier. Ich blick nicht mehr durch. Es ist spät. Ich sollte aufhören für heute. Denn der Timer ist sowieso schon vorbei. Also ist schon abgelaufen. Wir haben schon 50 Minuten. Verdammte Axt. Ihr Lieben, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat.
Ich nehme mal an, das nächste Update von Die Gilde wird jetzt 1-2 Monate wieder auf sich warten lassen. Was ja auch ganz gut ist, wenn es warten lässt, denn das heißt, es kommt vollständiger und bugfreier raus. Das wiederum heißt für uns, wir spielen hier auf diesem Spielstand beim nächsten Mal weiter, wo ich schon sehr gespannt drauf bin, wie es jetzt laufen wird, jetzt nachdem wir auch diese fette Finanzspritze gekriegt hatten und wo es jetzt so langsam aber sicher doch sich immer mehr in Richtung mehrerer Fäden bewegt. Oh, da fällt mir ein, ich habe die zweite Allianz gar nicht eingetragen. Mit Pargitter, bevor ich das wieder vergesse. Denn jetzt werde ich selber ja auch mehrere Wochen hier nicht mehr weiterspielen. So, zack. Ja, mehrere Wochen lang nicht mehr weiterspielen. Und dann vergesse ich wieder Sachen. Ja, also beim nächsten Mal, denke ich, haben wir dann wieder schöne 7 Folgen Zeit, um zu gucken, dass wir hier auch wirklich so viel wie möglich bekehren können. Da möchte ich mich dann auch wirklich mit dem Podest auseinandersetzen, mit der Funktion der Bekehrung dann, sobald wir sie freigeschaltet haben, was ja dann erst hier ab Patrizierstatus geht. Nee, doch nicht. Es geht schon. Ich bin so blöd, ne? Ich bin so blöd. Ich hätte schon längst bekehren können. Egal. Ja, mal gucken, was ich dann zuerst versuche zu bekehren, ob ich normale Bürger mir schnappe oder vielleicht sogar andere Dynastien mir schnappe, um sie dann auch vom Katholizismus wegzuführen in den Protestantismus und ob sich das dann auch dementsprechend auswirkt auf unsere Beliebtheit. Bin ich sehr gespannt. Aber ihr Lieben, das erfahren wir alles erst in ein paar Wochen. Nochmal zur Info, in der Kanalinfo und unten rechts im Kanalbanner findet ihr meinen Veröffentlichungsplan. Der ist wie eine Art Kalender eingeschrieben. Dort trage ich immer ein, welches Spiel geht wann weiter, mit welcher Folge. Die Tatsache, dass bei den zukünftigen Wochen erstmal noch nicht drinsteht, welche Folge es sein wird, hat einfach damit zu tun, dass ich jetzt erstmal aufnehmen muss. Ich trage nämlich immer erst ein, welche Folge wann veröffentlicht wird, wenn ich sie aufgenommen habe. Ansonsten seht ihr aber wenigstens schon mal, welches Spiel für wann geplant ist. Gut. So viel dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war das Wort zum Sonntag, sagte der Predigerspieler. Ich wünsche euch noch einen schicken Abend. Macht's gut und bis bald. Ciao.